rechten Riegel vorzuschieben. Ernest Windholz, BZÖ, ist der nächste Redner. Die Gewerbeordnung wird wohl ein ewiges Thema bleiben unter dem Aspekt der Entbürokratisierung und dem Begriff der Verschlankung der Verwaltung. Wir haben eine Gesetzesinitiative, über die abzustimmen ist, die von uns voll mitgetragen wird, weil die Richtung stimmt. Das ist absolut lobenswert. Wenn die ÖVP dann sagt, das war jetzt also der absolut große Wurf, der Kollege Steindl, den ich ja persönlich sehr, sehr schätze, der spricht ja in einer Aussendung von der Reform der Gewerbeordnung, ist voll auf Schiene und jetzt ist das Gebot der Stunde, Verwaltungsvereinfachungen vorzunehmen, die heimischen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren und die Wirtschaft, die wird jetzt entfesselt. Herr Kollege Steindl, ich habe jetzt auf einen riesen Abänderungsantrag gewartet, der ist also nicht gekommen. Ich würde einmal sagen, die Richtung stimmt und wenn man sich das als Zielformulierung mit auf den Weg nimmt, da habt ihr uns jedenfalls als Partner. Der eingebrachte Abänderungsantrag, Stichwort Sonntagsöffnung, findet auch unsere volle Zustimmung. Aus meiner Sicht gibt es hier eine logistische Unschärfe in der Textierung, denn Scheinbetriebe, die brauchen wir also sicherlich nicht. Selbst bei einem sehr liberalen Zugang, was die Sonntagsöffnung betrifft, so kann das bitte nicht funktionieren, ne? Dass man Betrieben hier etwas vorgibt, was man gar nicht ist. Daher wird auch dieser Abänderungsantrag unsere volle Unterstützung finden. Diese bürokratischen Hürden, die ich schon aufgezählt habe, die gibt es wirklich zuhauf und wir haben schon einen Ausschuss, jetzt auch meinem Vorredner ein Beispiel gebracht, ich darf es auch hier zitieren, ich habe auch ein solches mitgebracht, bei der Neugenehmigung von Gastgewerbebetrieb mit fremden Beherbergung gibt es einen Leitfaden. Bitte, das sind 95 DIN A4 Seiten. Also meine Damen und Herren, da prasseln wirklich Dinge nieder und diese kleinen, vor allem familiengeführten Unternehmen, die haben hier bürokratische Hürden, die es gilt abzubauen. In diesem Sinn sind wir hier selbstverständlich dabei bei diesen Rechtsänderungen und kann den Wirtschaftsminister nur ermutigen, hier vielleicht noch ein schnelleres Tempo zu suchen. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun in der Gewerbeordnung. Zustimmung also auch von Ernest Windholz vom BZÖ zur Novelle der Gewerbeordnung, die durchgeführten Verwaltungsvereinbarungen.